Hallo und herzlich willkommen zum Stim-Guide. Und zwar habt ihr gefragt, ob ich mal ein Stim-Video machen kann, also eine Übersicht über die Drogen, über die Spritzen. Ja, und zwar gibt es 5 Spritzen, 5 Stims, die wichtig sind. Die gehen wir einmal durch. Wieso, weshalb, warum. Und noch eine Kurzübersicht über die anderen Spritzen, damit ihr die mal gehört habt. Gerade wenn man mal in einem Raid welche findet, kann ich die jetzt nutzen? Was ist das überhaupt? Kurzüberblick. Aber vor allem diese 5 Stims. Let's go. Fangen wir mit der ersten Droge an, und zwar den Schmerzmitteln. Warum sind Schmerzmittel so wichtig? Nun, wenn ihr einen Kampf beginnt und ihr beschossen werdet, dann verschwimmt eure Sicht, eure Arme zittern, ihr könnt mit dem gebrochenen Bein nicht mehr gehen, seid also von großem, großem Nachteil im Kampf, wenn ihr keine Schmerzmittel drin habt. Und genau das ist auch der Grund, warum zum Beispiel so ein Ibuprofen hier am Anfang einer Runde genommen wird, damit, wenn es zum Kampf kommt, ihr bereits Schmerzmittel im Blut habt und gut weiterkämpfen könnt, ohne auch nur ein Schmerzmittel während dem Kampf nehmen zu müssen. Das erste Schmerzmittel, was man in der Regel bekommt, sind diese schönen Analgien-Painkiller. Diese benötigen 3 Sekunden, um genommen zu werden und halten 80 Sekunden. Um sich das Schmerzmittel schneller zu spritzen, wurde dann der Morphininjektor benutzt. Die Gabe dauert nur 2 Sekunden und das Ganze hält ganze 5 Minuten. Morphin war also der perfekte Painkiller, um im Kampf genommen zu werden. Allerdings kennen wir alle das Propital, das mittlerweile eingeführt wurde und das Morphin komplett ersetzt. Es gibt keinen Grund mehr, Morphin zu nehmen. Das Propital hält ebenfalls 5 Minuten, braucht ebenfalls 2 Sekunden, um gespritzt zu werden. Es gibt euch einen sauberen Schmerzmitteleffekt und es heilt euch auch noch über die Zeit. Bei einem Preis von 15.000 bis 20.000 Rubel kann man diese Spritze auch im Gürtel halten oder als Sparfuchs das Ganze in seinem Secure-Container verstauen. Wie auch immer jetzt eure Vorgehensweise mit Schmerzmitteln ist, dieses Propital ist einfach essentiell, weil es eben dieses Schmerzmittel gibt plus euch heilt über die Dauer von 5 Minuten, was diese Spritze einfach zu einem Pflichttool für jeden Raid macht. Außerdem kommt hinzu, dass sich das Propital mit anderen Medikamenten kombinieren lässt. Dazu kommen wir aber gleich noch. Die nächste Wunderdroge ist das ETG. Das ETG ist relativ teuer und wird nicht jede Runde gebraucht, sollte also immer im Sicherheitscontainer aufbewahrt werden. Das Besondere an dem ETG ist jetzt, dass es über 60 Sekunden lang euch komplett heilt. Die Heilung ist so stark, dass Spieler diese Heilung im Kampf nehmen und weiterkämpfen und während dem Kampf regenerieren, sodass der Gegner wesentlich mehr Kugeln braucht, um euch down zu kriegen. Auch wenn ihr überrascht werdet und schon komplett rot seid und Körperteile verliert, kann euch das ETG ganz einfach das Leben retten. Wenn Geld eine Rolle spielt, muss man immer abwägen, ob sich das ETG in dem Moment lohnt. Aber dadurch, dass es eine Art Lebensversicherung für euch ist, sollte immer ein ETG im Sicherheitscontainer liegen. Ein großartiger Stim, der aber eure Energie abzieht, also achtet generell auf euren Energiehaushalt, insbesondere wenn ihr diesen Stim nehmt. Die nächste Wunderdroge hört auf den Namen Mule. Achtet bei der Suche darauf, dass zwischen den Buchstaben ein Punkt liege, so M-Punkt, U-Punkt, L-Punkt, E-Punkt. Nach dem Motto, aller guten Dinge sind 3, sorgt diese Spritze dafür, dass eure Stärke steigt. Ihr also, wenn ihr komplett überladen seid und euch überhaupt nicht mehr bewegen könnt, mit dieser Spritze für 900 Sekunden, also für 15 Minuten, wieder ganz normal laufen könnt. Auch dieser Stim ist ein Stim für den Sicherheitscontainer und wird am Ende einer Runde benutzt. Wenn ihr eben viel Ausrüstung dabei habt, viel gelootet habt, einen Lootrun gemacht habt oder Gegner gekillt habt. Worauf man jetzt achten muss, ist, dass die Lebensregeneration abnimmt und sich ins Negative umdreht. Das heißt, ihr verliert kontinuierlich Leben und ihr nehmt 9% mehr Schaden, wenn euch jemand trifft. Achtet drauf, vorsichtig zu spielen, wenn ihr diese Spritze drin habt. Ich meine, wenn ihr voller Loot seid und werdet ihr sowieso vorsichtig spielen. Kommen wir jetzt zu der Wombo-Kombo. Und zwar benutzen viele die Doppelt-Kombo. Zuerst das Mule-Spritzen und dann ein Propital, um den Negativeffekt der Mule zu kompensieren. Die Heilung des Propitals reicht mehr als aus, um den Damage, den die Mule macht, zu kompensieren und gibt euch den Painkiller-Effekt, was bedeutet, dass ihr in der Situation, wo ihr den Raid verlassen möchtet, durch zum Beispiel Beintreffer oder ähnliches, nicht mehr beeinflusst werdet. Das heißt, diese Kombination ist wirklich großartig, um den Raid sicher zu verlassen, wenn ihr beladen seid wie ein Packesel. Da kommt übrigens auch der Name Mule, Esel. Die vierte Wunderdroge ist das SJ6. Das ist mal nebenbei gesagt der große Bruder von dem SJ1, wobei sich das SJ1 wirklich gar nicht lohnt. Also dieses SJ6 ist the way to go. Das SJ6 hält 4 Minuten und gibt euch in dieser Zeit Ausdauer und Ausdauerregeneration. Das bedeutet, am Anfang einer Runde gespritzt, könnt ihr meistens bis zu eurem Ziel durchrennen. Also auf Shoreline zum Beispiel ins Resort, auf Customs in die Dorms oder auf Interchange bis zum Killer. Dadurch, dass sie am Anfang einer Runde genommen wird, nimmt sie auch keinen Platz im Sicherheitscontainer weg und wird situationsbedingt eingesetzt. Ihr wisst also praktisch schon vorher, ob ihr das SJ6 nutzen möchtet und nimmt es dann entsprechend mit. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, wozu das SJ6 noch gut ist. Man darf nicht vergessen, dass Ausdauer gelevelt wird, indem man viel läuft und rennt, also indem man Kilometer zurücklegt. Und Stärke ebenfalls gelevelt wird, indem man überladen
Kilometer zurücklegt. Überladen bedeutet, euer Gewicht ist gelb markiert, gelb oder mehr, und ab dem Moment levelt ihr Stärke mit jedem gelaufenen Schritt. Wenn man jetzt also in seiner Basis einen Luftfilter drin hat und eine SJ6 nimmt und eine kurze Runde macht, in der man losrennt, Ausdauer levelt und dann überladen wieder rausrennt, Stärke levelt, hat man sozusagen den maximalen Effekt, um Ausdauer und Stärke ultra schnell zu leveln. Sehr beliebt ist das übrigens bei den 100 Killer Runs. Also Interchange starten, SJ6 rein, reinrennen, Killer töten, mit seiner Rüstung raus und ihr habt praktisch alles gelevelt und eine sehr, sehr kurze Runde gehabt, könnt wieder neu rein und dasselbe von vorne machen. Die fünfte wichtige Spritze, jetzt werden einige sich wundern, was die fünfte ist, es ist das XTG-12. Ja, warum ist das XTG-12 so wichtig? Weil es ein Antidot, also ein Gegenmittel ist, zu dem Gift, was ihr abbekommt, wenn ihr nachts Kultisten trefft und die euch mit dem Dolch treffen. Das Gift von den Kultisten ist so stark, dass ihr in kürzester Zeit ausblutet. Und das Krasse ist, es hält sogar noch nach der Runde an, also habt ihr kein Gegenmittel genommen und startet die nächste Runde, ist das Gift immer noch aktiv. Wenn man also nachts auf Woods unterwegs ist oder auf Customs, könnte es sich lohnen, anstatt einer Mule oder eben anstatt eines SJ6 dieses schöne XTG-12 mitzunehmen, um im Falle eines Falles ein Gegenmittel dabei zu haben. So, wir haben die 5 Spritzen durch, trotzdem möchte ich noch eine Bonusspritze erwähnen. 5 plus 1 und das plus 1 ist das Meldonin. Das Meldonin hält 900 Sekunden, also 15 Minuten und sorgt dafür, dass ihr 10% weniger Schaden nehmt durch Feindtreffer und dazu mehr Stärke und Ausdauer bekommt. Wozu braucht man das? Ja, um wegzurennen. Solltet ihr also eine sehr, sehr schwere Mission spielen, wo ihr schon vorher wisst, oh Mann, das wird ein richtig harter Brocken, zum Beispiel gegen Scav-Bosse oder ein bestimmter Raid, wo ihr sagt, diesen Raid muss ich überleben, dann ist Meldonin über die Zeitdauer von 15 Minuten ein großartiges Mittel, um euch zu unterstützen. Ihr seid schneller, könnt mehr tragen und ihr nehmt 10% weniger Schaden. Seid also komplett geboostet über 15 Minuten, was für eine wichtige Mission nicht zu unterschätzen ist. Solltet ihr zu viel Geld haben, könnt ihr das Meldonin natürlich auch so reinkippen. Und was sich zum Beispiel auf Factory oder auf Labs jedes Mal in Meldo reingehen. Ob das Sinn macht, neuer Körper auf Dauer gut verträgt, ist dann wieder eine andere Sache. Aber ja, rein theoretisch wird das auch gehen. So, eine ganz schnelle Übersicht über die anderen Stims. Adrenalin, damit geht's los. Erhöht Stärke und Ausdauer für 60 Sekunden und sorgt dafür, dass euer Recoil sich verbessert. Super witzige Eigenschaft. Außerdem heilt ihr euch damit. Ein Stim, was wirklich sehr, sehr selten benutzt wird, aber eigentlich gar nicht so schlecht ist. Tagustin stoppt eure Blutungen, sowohl leichte Blutungen als auch schwere Blutungen. Also werdet ihr von der Shotgun getroffen und blutet Tagustin rein, Blutungen sind gestoppt. Das Coole ist, dass das Ganze 3 Minuten anhält und in diesen 3 Minuten bekommt ihr keine weiteren Blutungen. Wird tatsächlich gar nicht so selten benutzt. Ich sehe immer wieder Leute, die Tagustin dabei haben. Ist ein nettes Tool. Allerdings lässt sich das durch die Top 5 Spritzen locker kompensieren, zum Beispiel eben durch ein ETG, Propital und so weiter und so fort. Das SJ1 ist, wie der Name schon sagt, der kleine Bruder vom SJ6, ist insgesamt ein bisschen schwächer und hält nur 3 Minuten. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein SJ1 benutzt. Auch das L1, das sogenannte Norepinephrin, ist sehr verwandt mit dem SJ6 und hat sehr, sehr ähnliche Effekte. Das Coole ist, dass hier auch ein Painkiller dabei ist, das heißt, so eine Spritze kann man gut benutzen, um wegzurennen. Allerdings hält die Spritze jetzt nicht so lange an und die Effekte sind auch nicht so stark, deswegen das L1 auch wirklich, wirklich, wirklich. Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, dass jemand benutzt. Allerdings würde sich das schon lohnen durch den Preis, muss man schon sagen. Das Obdolbosch ist bekannt aus dem Pre-Vibe-Event, hält unglaubliche 30 Minuten, hat viele nette Effekte wie Ausdauer, Stärke, Stress Resistance, aber auch unsinnige Sachen wie Charisma und Memory-Änderung, Einfluss und so weiter. Das war total strange. Und das Allerschlimmste ist, es hat eine 25%ige Chance, euch ein abdominales Bluten zu verursachen. Also ihr bekommt innere Blutungen und könnt daran sterben. Im Grunde genommen ist dieses Obdolbosch momentan eher so ein russisches Roulette. Vielleicht für Streamer ganz interessant. Nächste Runde, Obdolbosch, let's go. Mal gucken, ob wir es überleben. Das P22 galt bei Einführung als overpowered. Wurde seitdem ein paar Mal genervt und wird eigentlich gar nicht mehr benutzt. Im Grunde genommen sorgt das ähnlich wie das Meldonin dafür, dass du weniger Schaden bekommst und mehr Leben hast. Also gerade in Kombination mit dem Meldonin auch interessant. Aber im Alltag wird das so gut wie gar nicht benutzt. Das Re-BTG ist auch sehr interessant. Eine Droge, die eure Aufmerksamkeit, euer Hören verbessert und auch eure Stärke. Vielleicht habt ihr eine Idee, wofür man diese Spritze benutzen kann. Im Alltag wird sie null benutzt. Gleich kommt diese Spritze mehr zum Tragen, wenn die Skills interessanter werden. Das würde mich aber wirklich mal interessieren, ob jemand von euch, irgendjemand dieses 3BTG benutzt oder eine Idee hat, wofür man das benutzen kann. Und last and least, tatsächlich and least, das AHF1 AHF1-M Injector Stimulant Injector. Das Ding gibt euch ein bisschen Leben. Also das ist wirklich komplett useless. Also wer weiß, vielleicht ändert sich diese Mixtur irgendwann und es kommt ein Painkiller-Effekt hinzu oder ähnliches. Dann wird es schon wieder mehr Sinn machen. Aber momentan wirklich komplett useless. 5 Punkte mehr Health, mehr Leben. Und hier mal ein Beispiel, wie so ein Loadout aussehen kann.
Und zwar haben wir oben unsere Heilung, dazu Hemostat, um schwere Blutungen zu stoppen. Das ist auf jeden Fall Grund-Basic. Und dann ist schon die Frage mit dem Propital, wenn ihr noch am Anfang des Spiels seid, ob ihr das Propital lieber im Sicherheitscontainer laden wollt oder eben für den Preis von 15.000 bis 20.000 einfach mit in den Gürtel reinnehmt. Im Sicherheitscontainer selbst habe ich zwei Spritzen, einmal das ETG. Das wird wirklich nur alle paar Raids mal für den absoluten Notfall gebraucht. Es ist aber wie gesagt ein absoluter Joker und kann euch wirklich das Leben retten. Und die Mule, um am Ende einer Loot-Runde oder einer erfolgreichen Runde noch aus dem Raid rauszukommen, gerade wenn man weite Strecken zurückzulegen hat. Dadurch, dass ich persönlich das Mule selten benutze, habe ich hier gerne ein SJ6 drin. Anstatt im SJ6 aber auch gerne einfach weitere Munition. Oder anstatt weiterer Munition und dem CMS einfach ein Survival-Kit. Als Bonus dazu nehme ich momentan immer noch einen Alusplint mit, damit ich Brüche ganz schnell heilen kann. Und ein Schmerzmittel eurer Wahl. Hier geht es wirklich darum, dass der Effekt länger andauert. So dass wir noch von dem Painkiller-Effekt profitieren, wenn das Propital versiegt. Oder eben vor einem Kampf, zum Beispiel beim Betreten des Dorms bereits, das den Painkiller nehmen können. So dass das Propital noch als Backup nutzen können. Dadurch, dass das Propital eben euer Leben regeneriert, zusätzlich zu dem Painkiller-Effekt und euer Leben insgesamt doch steigert, Vitality und Health kriegen plus 20 Punkte, ist es also auf jeden Fall auch worth, ein Propital als Reserve dabei zu haben. Ja, und wer sich jetzt hier fragt, warum ich die PPSH dabei habe, mit 4 Magazinen, obwohl ich die Mutant bereits als Hauptwaffe drin habe, das ist tatsächlich zum Recoil-Leveln. Kann man ab und zu mal machen, wenn man in der Scuff-Runde irgendeine Billigwaffe bekommen hat. Jeder Schuss levelt Recoil, also warum verkaufen, wenn man auch die Munition schön verballern kann? Ich hoffe, die Übersicht konnte euch etwas helfen. Wenn ihr darüber reden möchtet, kommt gerne vorbei in den Livestream. Ich rede sehr gerne, wir können immer über sowas quatschen. Ansonsten sage ich, bleibt sauber, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und denkt dran, keine Macht den Drogen. In dem Sinne, hasta luego, hasta la vista. Ciao. Macht's gut. Ciao.